Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Gleich zwei Videos hier Anfang des Jahres. Wir müssen natürlich den Teamcheck nachholen. Und ich dachte mir, da ich heute Zeit habe, werden wir das heute machen. Und hoffentlich finden wir heute den Verein, den wir beim letzten Mal checken wollen. Ja, wir werden ihn heute finden. Ich habe es ausprobiert diesmal vorher. Wir reden vorher noch ein bisschen über mein Trading. Da gibt es interessante Entwicklungen. Einige Dinge laufen tatsächlich besser, als ich mir gewünscht habe. Eine Sache wird ziemlich knapp. Aber ich würde einfach mal sagen, wir schauen uns einfach mal diese schnelle Entwicklung von meinen Spielern an, die mich ein bisschen fasziniert. Und schauen dann mal auf den Transfermarkt, ja, wie viel Geld da zu holen ist. Das ist dann eher, glaube ich, weniger faszinierend. Wobei wir da auch einen Transfer haben, der also komplett vielversprechend wirkt, werde ich auch was zu sagen. Also wir werden vorher nochmal hier intensiv über mein Trading sprechen, über das neue Trading, das Neuzeit-OFM-Trading. Es hat sich vieles verändert. Ich würde sagen, am DE2-Server kann man noch ziemlich einfach traden. Hier am Classic-Server haben wir so viele Goldlager. Der Transfermarkt ist schon fast übertradet. Wir haben viele Trader natürlich auf dem Transfermarkt, nicht so wie am DE2, wo alle irgendwie nur am Schlafen sind und nebenbei dann noch ihren DE2-Account haben. Deswegen also nicht einfach, wie ich finde, aktuell. Ich habe übrigens jetzt hier ein neues Setup. Das Mikrofon ist besser positioniert und der Ton müsste entsprechend besser sein. Und ich kann zumindest ansatzweise hier rumtippen, ohne dass das euch extrem stört. Also das dazu. Wir werden uns jetzt hier mal anschauen. Ja, ich starte jetzt hier einfach auf den Transfermarkt. Wir schauen uns erstmal die Entwicklung von meinem Verein an. Das ist, glaube ich, besser. Ihr solltet erstmal wissen, was ich da so für Spieler habe, bevor wir die vergleichen. Wäre nicht schlecht, ne? Ja, ihr seht, wir haben hier sehr viele Aufwertungen. Wir schaffen tatsächlich hier die 18-8er schon bis zum 27. Spieltag hier aufzuwerten auf Stärke 9, dass ich da 19-9er verkaufe. Das war absolut eingeplant. Aber ich hatte eher gedacht, die schaffen die Aufwertung vielleicht am 29., 30. Spieltag. Ziemlich souverän, ja. Aber dass die schon am 27. haben, damit hatte ich nicht gerechnet. Und das ist durchaus sehr interessant. Wir schauen uns mal die 19.9er Wechsel an. Und wir haben hier ungefähr 15 Millionen Euro für die Spieler bezahlt. Und das sowohl für die Innenverteidiger als auch für die anderen Positionen. Warum hebe ich die Innenverteidiger extra hervor? Ja, die Innenverteidiger, die sind natürlich normalerweise sehr, sehr teuer. Jetzt hat das nicht funktioniert, weil ich wieder mal falsch geklickt habe. Das passiert mir auch nach 10 Jahren noch. Also, unfassbar. Ja, wir nehmen jetzt mal hier drei Positionen raus. Und für den ZM habe ich sogar noch am meisten bezahlt. Das ist der schlechteste Spieler von allen, für den habe ich am meisten bezahlt. Werde ich auch gleich noch was zu sagen. Also grundsätzlich haben wir hier also, ich sortiere mal nach dem Alter, am 0. Spieltag viele 19-9er. Es werden alle die Aufwertung zum 27. Spieltag schaffen, bis auf der ZM halt eben. Und die haben wir alle für circa 15 Millionen Euro, meistens einen Ticken weniger, eingekauft. Wobei stimmt das mit dem Ticken weniger? Ich zeige euch das mal ganz kurz. Ja doch, meistens hier ein Ticken drunter. Genau, also, und jetzt wollen wir die verkaufen und wir sehen hier am Transfermarkt 15 Millionen Euro für den LM. Der ZM hat 20 Millionen Euro gekostet. Ich werde das jetzt mal abkürzen, ich habe mir die schon angeschaut, die Transfers. Das sind alles Spieler, die die Aufwertung erst am 0. Spieltag geschafft haben. Meine Spieler sind richtig gute 19-9er. Also auch solche Transfers hier, 26 Millionen, ist ein Spieler, der die Aufwertung erst am 0. Spieltag geschafft hat. Und das werden wir versuchen. Wir werden also die Spieler zwischen 25 und 30 Millionen Euro anbieten und versuchen ja bis zum 4., 5. Spieltag sie für diesen Preis zu verkaufen. Wir haben noch ein paar Eventlager dann tatsächlich in der neuen Saison. Wir haben die vollen Standardlager und wir werden somit den Wert dieser Spieler aufrechterhalten können. Wir haben Zeit, sie zu verkaufen und wir haben jetzt aktuell auch das Pluspaket. Wir können sie mehrfach anbieten und können dann also hier Gewinn rausholen. Ich fände es wirklich krass, wenn wir über 5 Millionen Euro pro Spieler kommen. Da wäre ich sehr zufrieden. Das ist so die Zahl, die ich jetzt hier ansetze. Wenn man sich meine Videos anschaut, dann kommen irgendwie immer andere Zahlen. Vielleicht aber ganz grob so diese Zahlen erklärt. Also ich spreche immer von 2 Millionen Euro Gewinn
ist ein guter Gewinn für einen Spieler, der einfach so nebenbei läuft, der keine Spiele macht, der kriegt die Lager, der wird mit 2 Millionen Euro Gewinn verkauft innerhalb von einer Saison. Glatte Sache, bekommt von mir ein Gut. Das sind jetzt Spieler, die haben halt eben Friendlies gehabt, die haben Eventlager gehabt. Und ja, es ist noch ein ziemliches Chaos. Ich habe noch keine konkreten Zahlen, so wirklich, wo ich sage, das ist gut. Aber ich könnte mir vorstellen, so 5 Millionen Euro ist eine Marke, die jetzt für so ein Trading akzeptabel ist. Mit Friendlies, mit Eventlagern, 5 Millionen pro Spieler, dann sage ich, das ist gut. Ob das jetzt zu anspruchslos oder schon zu anspruchsvoll ist, weiß ich nicht. Hochstapler, Tiefstapler, Gabelstapler, ja, keine Ahnung. Könnt ihr mir mal gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was man da so erwarten sollte. Ja, die Innenverteidiger sind immer ziemlich teuer. Also da habe ich zwei sehr gute Transfers gemacht. Ansonsten der ZM. Ja, der ZM war bei 20 Millionen Euro und er schafft die Aufwertung tatsächlich erst am 0. Spieltag. Es gibt wenige zentrale Mittelfeldspieler. Ja, deswegen habe ich den dann auch erst zu spät bekommen. Und den werden wir einfach mal für 25 Millionen Euro auch mitlaufen lassen, dass man da quasi ja ein recht vollständiges Team kaufen kann. Und wenn das dann nichts wird, dann kann ich den auch für 20 Millionen irgendwie verkaufen. Der ist halt wirklich ein bisschen schlechter als die anderen Spieler. Die Spieler unterscheiden sich auch sehr voneinander. Wir haben wirklich hier teilweise 500 Punkte bei den EP hier Unterschied und entsprechend dann hier 1400 Punkte bei dem TP Unterschied. Das sind schon größere Unterschiede. Das liegt einfach, wie gesagt, an dieser neuen OFM-Welt. Wir haben diese ganzen Eventlager und wenn jetzt jemand hier halt Event-Trainingslager macht, dann haben wir halt einen Spieler mit einem TP-Wucher. Wenn jemand halt die Turniere alle am Stück durchballert, dann haben wir hier eher einen EP-Wucher. Wir haben teilweise ganz merkwürdige Spieler auf dem Transfermarkt, im Spiel einfach, nicht auf dem Transfermarkt. Wir gucken uns das mal gerade hier an. Es gibt so merkwürdige Spieler mittlerweile. Also Spieler, die noch nie irgendwie gespielt haben mit einer Stärke von 14 oder so, die sind dann bei irgendwelchen Vereinen hier rumgegammelt, haben die ganze Zeit diese Eventlager mitgemacht und sind jetzt hier ohne Spiel sozusagen, ja, ohne Einsatz hier. Hier, ein 26-jähriger 14er, ohne ein einziges Spiel in seiner Karriere. Ja, da hat er sogar hier mehrere von. Die hat er einfach jetzt hier nebenbei laufen und hat hier ein deutlich besseres Team und hat da nebenbei solche 26-jährigen 14er, die noch nie in ihrem Leben auf dem Platz durften. Ja, das ist ja schon fast traurig, ne? Neue OFM-Welt. Ja, die werden es auf jeden Fall schaffen und wir versuchen hier mal auf einen Bruttogewinn, ganz wichtig, Bruttogewinn natürlich, von 10 Millionen zu kommen. Ja, also für 15 Millionen Euro einkaufen, für 25 Millionen Euro verkaufen. Dann hatten wir natürlich Kosten, vor allen Dingen, weil wir ja die ganzen Eventlager gemacht haben, halt diese Eventlager, dafür müssen wir auch irgendwas ansetzen. Ne? Die haben wir jetzt danach nicht mehr. Die kosten so gesehen kein Geld, dafür muss man aber auch irgendwas ansetzen. Macht man in der Betriebswirtschaftslehre tatsächlich auch, ne? Dass man also auch fiktive Kosten ansetzt, einfach um eine Rechnung sinnvoller zu machen. Natürlich haben wir auch noch die Kosten quasi durch die Friendlies. Die spielen aktuell so eine Art Abschuss-Friendlies. Gibt es ja eigentlich auch nicht mehr. Hat man dadurch abgeschafft, dass man hier halt diese Stärken quasi festgelegt hat. Man darf maximal viermal so gut sein wie der Gegner. Das kriegen wir jetzt hier ganz gut hin mit Stärke 20 und 70. Da kommen teilweise dann 4, teilweise 8 Tore bei raus. Ja, da bin ich schon ganz zufrieden mit. Damit bekommen wir dann auch hier den 17-jährigen Mittelstürmer ganz ordentlich gepusht. Vielleicht habt ihr es gesehen, habe ich heute Morgen mal in den Liga-Chat gepostet. Also hier mit plus 440 AWP. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist unfassbar viel. Also er hat quasi jetzt nicht nur die Aufwertung auf Stärke 7 am 27. Spieltag, sondern noch ein Plus von 440 AWP. Wir gehen also eigentlich schon auf Stärke 8 zu. Ganz, ganz krasse Nummer. Ich dachte ehrlich gesagt auch, dass der die Aufwertung am 18. Spieltag schafft. Also so gesehen, ja, ist das hier auch ein bisschen durch einen Unfall entstanden.
Und jetzt müssen wir den halt auf den Achter ballern. Ja, auf den Achter ballern, das wird relativ eng werden, tatsächlich. Relativ eng werden. Aber hier haben wir halt einen der interessantesten Transfers. Ein bisschen random, ehrlich gesagt. Wir hatten offensichtlich Anfang der Saison hier eine Knappheit an 18 Achter Mittelstürmern. Ich verstehe es nicht. Also, das ist ja, das ist unfassbar, ne? Das ist hier, das ist ein guter Mittelstürmer, der hier für 63 Millionen Euro gewechselt ist. Das ergibt keinen Sinn, ehrlich gesagt. Also, das ist, man hat hier die Aufwertung auf Stärke 9 geschafft. Ganz kurz hier mal reingucken. Am 18. Spieltag, ne? Am 0. Spieltag die Aufwertung auf Stärke 8, wahrscheinlich auch heftig drüber, also ähnlich wie mein Stürmer, wahrscheinlich heftig drüber. Ne, der war wahrscheinlich, also der ist wahrscheinlich 400 ABP vor meinem, wenn meiner quasi gerade so am 0. Spieltag ein 18.8er ist, er hier hatte wahrscheinlich schon 400 ABP Richtung Stärke 9, also ist ein guter Spieler. Aber der ist jetzt auch nicht quasi Gott höchstpersönlich, dass er hier irgendwie 63 Millionen Euro wert ist, war einfach Knappheit und die haben sich hochgeboten. Ganz kurz gucken, ob wir hier einen Neuner hatten. Das reicht uns ja ein Neuner ab dem 18. Spieltag. 36 Millionen. Ja, da sehe ich den auch tatsächlich. 36 Millionen, vielleicht 40 Millionen, vielleicht ist er einfach ein bisschen besser. Aber jetzt haben wir hier auch die Zehner ausgeschlossen. Es gibt tatsächlich schon 18 Zehner. Ja. Jetzt, die abonniert wahrscheinlich jeder, weil er sagt, was labert der für einen Scheiß, ne? Aber es gibt schon 18C. Ja. Oh, es gab sogar einen Wechsel. Der ist mir ja durch die Lappen gegangen. Ich habe nicht gewusst, dass tatsächlich einer der 18C gewechselt ist. Das ist natürlich heftig, ne? Der kostet dann 120 Millionen, finde ich auch ehrlich gesagt eigentlich ziemlich teuer. Ne? Ich meine, das ist natürlich ein krasser Spieler, so, aber ich sehe beim Mittelstürmer halt auch überhaupt gar nicht so wirklich das Problem. Es gibt viele gute Mittelstürmer, dann kauft man halt hier den Neuner für 36 Millionen, investiert mehr in die anderen Spieler, die deutlich schwieriger halt eben zu fördern sind, weil den Mittelstürmer, den kriegt man da doch maximal Stärke. 23 Millionen hier der Neuner. Hui, also diese, das ist ja, also was hier auf dem Transfermarkt teilweise los ist für ein Chaos. Das ist ja hier schon Absturz. Also den hätte ich da, ach, wieso sieht man denn sowas nicht? Wieso sehe ich sowas nicht? Da gehe ich auf jeden Fall auf 29,9 rein. Weil das kann ich hier so eigentlich nicht dabei belassen. Das ist schon wirklich traurig. 23 Millionen. Ich muss mal ganz kurz hier mein Team schauen. Das ist ja irgendwie. Wie teuer war denn hier meiner, der mittlerweile auf Stärke 9 ist? 15,9. 15,9. Ja, das ist. Also meiner ist dann ja immer noch ganz okay, aber also das hier war wirklich schon sehr, sehr gut. Wir wissen ja auch nicht, wie viel ABP der schon in Stärke 9 hatte. Naja, also gut. Ihr merkt also nach wie vor ein Riesenchaos auf dem Transfermarkt. Deswegen müssen wir halt wirklich zu Festpreisen anbieten, die Lager noch in der neuen Saison machen, dass die Spieler nicht an Wert verlieren und versuchen, gute Preise zu bekommen, realistische Preise zu bekommen. Wir werden auch, wie gesagt, hier die anderen Spieler alle anbieten und ja, können dann natürlich hier so ein bisschen, ja. Nebengeräusche nicht anbieten. Ja, die müssen wir dann quasi rausschieben. Erstmal um die wichtigen Transfers kümmern und um den Umbruch im Stammteam. Wir brauchen auf jeden Fall einen krassen Stürmer, um den Klassenerhalt zu schaffen. Wir sollten auch noch was beim ZM tun, wenn wir denn überhaupt ihn verkauft bekommen zu einem guten Preis. Und die werden wir also auch hier alle anbieten, so zwischen 35 und 45 Millionen Euro. Gut. Das war es soweit hier vom Update. Also Aufwertung klappen hervorragend, würde ich schon fast sagen. Und haben hier eine sehr besondere Entwicklung dabei. Der hat auch ein paar Tore geschossen in den Friendlies halt eben. Genau.
Dann kommen wir zum Teamcheck und gleich schauen wir auch mal beim Weltpokal vorbei, würde ich sagen, weil da haben wir heute zwei deutsche Mannschaften im Viertelfinale und eine dieser Mannschaften sind halt eben die Gänseblümchen und dazu habe ich auch noch eine interessante Geschichte, weil die Gänseblümchen kenne ich schon sehr lange als Verein halt, einfach nicht, weil ich ihn geschrieben habe, sondern weil ich von ihm gelesen habe und da gibt es eine interessante Geschichte zu. So. Wir sind hier bei SV Werder Zetsch, okay. Also ein Punkt Abzug für diesen Namen. Ich habe ja früher immer Punkte gegeben bei den Teamchecks. Dafür hätte er tatsächlich einen Punkt abgezogen bekommen. Gebt euch einen Namen, den ich gut aussprechen kann. Genau. Und nennt euch nicht kurz vor dem Teamcheck um. Er hat noch drunter geschrieben, er hat sich tatsächlich umbenannt. Und da bin ich natürlich nicht drauf gekommen. Tatsächlich hätte ich nach der alten URL suchen können, weil die bleibt auch noch bestehen. Also meinen Verein findet ihr auch noch. Wenn ihr hier Bayer O4 Leverkusen eintippt, dann kommt ihr auf meinen Verein, weil das vorher der Name von meinem Verein war. Also ihn wird man auch noch unter Miami Beach Stars finden. Aber ganz egal, ich bin natürlich nicht darauf gekommen, dass er sich umbenannt hat. Er spielt seit 2005. Das ist schon krass. Ich habe in Saison 94 angefangen, da hatte ich einen Verein, ein paar Saisons halt, keine Ahnung. Und dann habe ich ja irgendwann wieder angefangen hier auf dem Classic Server mit meinem Verein. Genau. Und also der andere Verein war auch mein Verein. Und offiziell sind die Vereine Eigentum des OFMs, ne? Ganz wichtig. Und jetzt schauen wir uns hier die Nummer mal an. Leider haben wir jetzt den 26. Spieltag. Der 27. Spieltag wäre noch mal interessanter, weil dann die Aufwertungen natürlich schon da wären. Und ich würde sagen, wir schauen uns die letzten fünf Transfers hier an und bewerten dann seine aktuellen Spieler. Da können wir auch gleich hier schauen, weil die ja hier schon zu Preisen quasi angeboten werden. Dann können wir gucken, ob er da im Gewinnbereich ist, ob die Preise realistisch sind. Da können wir sogar die AWP sehen. Und das macht es auf jeden Fall interessant dann. Also wir sehen hier erstmal einen Transfer von einem Jugendspieler. Ich finde es sehr gut, dass er den Spieler sofort verkauft hat. So sollte man vorgehen. Ja, man sollte am besten noch ein Lager drauf machen. Am 0. Spieltag kommt der Spieler, er hat ja ein Pluspaket am ersten Spieltag verkaufen, nicht am zweiten Spieltag, am ersten Spieltag verkaufen und vom 0. auf den ersten Spieltag noch ein Lager machen. Dann natürlich noch wirklich den Daily Login Bonus abwarten, dass man ihn auf den Spieler anwenden kann, dass die EP und TP diesem Spieler gut geschrieben werden und den Spieler im Friendly teilnehmen lassen und in der Nacht nochmal an das beste Trainingsgerät stellen. Hat den Hintergrund. Ihr werdet das tatsächlich merken. Die besten Spieler, die wirklich nur 100 AWP mehr haben, wechseln teilweise fürs Doppelte. Ja, das heißt, wir sehen wahrscheinlich hier am ersten Spieltag und am zweiten Spieltag Transfers für, keine Ahnung, 20 Millionen oder so, weil die einfach hochgeboten werden, die Blöde. Und den Leuten ist das egal, die kaufen da wirklich an, also 100 AWP kaufen die dann wirklich für 10 Millionen. Und deswegen kann ich halt noch weniger die Preise für 18,8er oder so nachvollziehen, weil die müssten halt viel mehr wert sein im Vergleich. Da steckt ja schon eine Saison Förderung drinne. Wir sehen hier einen rechten Manndecker für 25. Das geht schon sehr in die Richtung, die ich hier erwarte. Und linken Manndecker für 20. Also wir sind hier beim 2,5-fachen und beim Zweifachen. Jetzt gehen wir mal hier auf seinen Spieltag. Da geht es dann schon runter. Deswegen sage ich halt eben am ersten Spieltag anbieten. Muss nicht immer der Fall sein, dass es runtergeht, aber das ist die allgemeine Tendenz, dass der erste Spieltag wirklich nochmal deutlich teurer ist. Muss man also vor 7 Uhr aufstehen, dass man dann mit dem Pluspaket die Spieler dann quasi ohne Klicks am ersten Spieltag anbieten kann. Aber insgesamt finde ich es gut, wie er es macht. Der muss schnell weg. Und wie gesagt, man kann es noch ein bisschen verbessern. Wenn man es so macht, wie ich gerade gesagt habe, mit dem Lager, mit dem Daily Login, wenn man an alles denkt, dann sollte man zumindest hier 15 bekommen oder so ein bisschen Glück. Klar, kann man auch mal die 25 dann bekommen. Ich hatte am DE2 das quasi genauso gemacht, wie gerade beschrieben. Und hatte den besten Spieler am ersten Spieltag
am Transfermarkt. Alle Spieler hatten aber ein Lager bekommen und meiner war der günstigste. Ja, also auch da kann man einfach Pech haben. Meiner war der beste Spieler, genau gleich gut, genau tatsächlich identisch mit einem anderen Spieler. Und meiner war der günstigste von dreien und der schlechteste sozusagen war teurer als meiner. Also zwei gleich gute. Der eine war quasi deutlich teurer und meiner war ganz unten. Das war so ein bisschen. Also da kann man auch nochmal Pech haben. Gut, dann haben wir hier für 53 Millionen Euro einen Einkauf, der erstmal ein bisschen komisch aussieht. Könnte sein, dass er den für sein Stammteam gekauft hat. Ja, könnte gut reinpassen. Da gucken wir gleich mal rein. Also 21 Jahre Stärke 13. Das geht, glaube ich, stark in die Richtung von meinen Spielern. Also meine Spieler waren mit 21 auch ungefähr so gut. Ich glaube, ein bisschen schlechter. Das gucken wir uns jetzt vielleicht mal als erstes an. Dann haben wir hier einen Vergleich. 21 Jahre Stärke 13 also. Gehen wir mal auf meinen Stürmer. Ja, meine sind ein bisschen schlechter. 22 Jahre Stärke 13 am 0. hat der Mittelstürmer bekommen. Das sind also sehr ordentliche Spieler, die da einkauft. Damit kann man theoretisch auch im Ausland Meister werden. Also er spielt ja in Griechenland. Und ja, sobald dann Olympiakos Piraeus seine verbleibenden 6 Milliarden ausgegeben hat, kann es auch wieder andere Meister geben. Und wenn er Glück hat und da keine Konkurrenz in dem Land ist, kann man mit so einem Team, wir gucken uns auch gleich mal die anderen Spieler an, kann man mit so einem Team auf jeden Fall was rausholen. Dann mit 35, 36. Dann sehen wir hier einen Einkauf für 2 Millionen, der sehr teuer wirkt. Würde ich nicht kaufen, 17-4er. Ja. Würde ich nicht kaufen, weil die halt eben ja relativ wenige EP haben und 2 Millionen wirkt jetzt hier ziemlich teuer. Wir können uns ja mal anschauen, wie teuer die 17-5er sind aktuell. Ja, da würde ich lieber den 17-5er kaufen, habe dann souverän die EP. EP sind teurer als TP und ja, wie teuer ist jetzt so ein ZM? 3 Millionen muss natürlich als 17-5er aus der Jugend gekommen sein. 3 Millionen, ja. Also das finde ich dann auf jeden Fall attraktiver als die 17-4er kaufen. Da seht ihr, gut, da seht ihr das Inhaltsverzeichnis von einem Forschungsprojekt, was gerade läuft. Super, dass ihr das jetzt auch wisst. Das Inhaltsverzeichnis, das Literaturverzeichnis, ja. Habe ich heute ein bisschen was zu gemacht. Gut, das heißt, das finde ich nicht so gut mit den 17-4ern. 18-6er mittlerweile. Nee, das finde ich nicht so gut. Dann haben wir hier einen 18-7er Verkauf. Den wollen wir uns anschauen. Hat er ein bisschen was mitgenommen. Ja, das sind hier ja 1,5 Millionen. Eher so eine 3. Ja, eher eine 3. Lief vielleicht nebenher. Bei 2 Millionen Euro wäre es dann gut. So ist es eher eine 3. Ja, eine 3, dieser Transfer. Und dann schauen wir, das sind jetzt alles 17-4er, das ist relativ langweilig. Also gehen wir mal weiter hier zu den Verkäufen. Wird denn hier schon drauf geboten? Ja, tatsächlich. Also die Spieler zu glatten Preisen, da wird schon drauf geboten. Hier haben wir einen 20-9er. Aufwertung am 9. Spieltag dieser Saison. Ja, warum ist der Spieler nicht schon weg? Das verstehe ich nicht. Weil eigentlich müsste... Oh, da fehlt auch gar nicht mehr so viel bis Stärke 10. Da fehlt auch gar nicht mehr so viel bis Stärke 10, ja. Also er nimmt hier Geld mit. Kam für 3 Millionen als 17-5er, quasi als 18-5er, 33. Spieltag. Und jetzt mit 20 wird er für 7 Millionen verkauft. Das ist ein richtig guter Transfer. Mit der Stärke 10, ja, da frage ich mich gerade, ob man den nicht als 21-10er... verkaufen kann und dann ein bisschen mehr rausholen. Grundsätzlich hätte ich den natürlich jetzt schon, wie gesagt, längst verkauft gehabt nach der Aufwertung. Aber jetzt die nächste Frage, die ich mir stelle, weil du ihn halt noch hast, weil gar nicht mehr so viel fehlt. Wäre nicht ein späterer Transfer besser gewesen? 8,6, 8,5. Jetzt hier ab dem 18. Na, da wäre wahrscheinlich noch ein Ticken mehr drin gewesen. Aber finde ich in Ordnung. Ist ein guter Transfer.
1,5 Millionen Euro wären mehr drin gewesen, dann vielleicht ab dem 9. Spieltag der kommenden Saison. Aber trotzdem guter Transfer. Dann haben wir jetzt hier für 13 Millionen Euro diesen ZM. Der kam auch als quasi 18,5er für 4 Millionen. Ja. Und oh, da fehlt echt gar nichts mehr quasi bis Stärke 10. Das heißt, es ist dann ein 21-10er am Nullten. Und deswegen hat er den auch für so einen guten Preis angeboten. Ja. Weil er genau weiß, okay, ab dem Nullten wird er dann als 21-10er bezahlt. 11 Millionen. Ja, okay, 11 Millionen hat er jetzt angeboten. Für 13 Millionen finde ich sehr gut, also ein bisschen drüber. Und dann vielleicht für 12 Millionen ab den Nullten mal anbieten. 12 Millionen, ja, das ist dann auf jeden Fall auch ein sehr guter Transfer. Also das scheint mir hier alles sehr sauber zu sein. Gehen wir hier mal auf den nächsten Verkauf, 12,5 ZM. Ich wechsle jetzt als 19,8er. Das ist auch ein super Transfer, ne? Das ist ja richtig gut. Da kann er jetzt hier Geld mitnehmen. Ja, kann ich nicht viel kritisieren. Hier war die Aufwertung dann auf Stärke 8 am 0. Spieltag. So ein bisschen stört mich, dass die Spieler nicht schon längst weg sind. Also den vielleicht wirklich am 3., 4. Spieltag dann verkaufen. Das könnte man jetzt hier auch sehr gut mal vergleichen. Ne? Also der LM, der bringt ihm jetzt 4 Millionen. Und jetzt gucken wir uns an. Wie teuer war der günstigste 20-8er ab dem 0. Spieltag? Und dann wissen wir, ob das denn überhaupt funktioniert hätte. 20-8er, wir wählen extra LM und RM und gucken uns die günstigen an. Ja, ob es jetzt der günstigste sein muss mit Festpreis, weiß ich nicht, aber wir gucken sie mal an. Okay, 2,3. 2,34. Ja, ich weiß natürlich jetzt nicht, ob er auf dem Transfermarkt stand. Aber sieht eher so aus, als hätte er jetzt hier recht. Und dass das Ganze gar nicht so einfach gewesen wäre. Ja, und dann passt das halt wirklich wieder sehr gut. Also ich würde sagen, das ist so ein Trading mit Zweien, mit Dreien. Ja, vielleicht auch mal 2 Plus dabei. Ist auf jeden Fall sehr, sehr sauber. So ein bisschen fehlt mir so die Frequenz. Ich würde die halt, wie gesagt, noch schneller raus versuchen, zumindest rauszuhauen. Und die 17-4er haben, wie gesagt, die gefallen mir halt eben nicht so gut. Aber das ist schon alles ziemlich gut. Und jetzt kommen wir mal hier zu seinem Stammteam. Was schreibt er denn hier? Wiederaufstieg in Liga 1 bis spätestens Saison 227. Okay, das spricht sehr dafür, dass er das Team dann halt eben behalten möchte. Wiederaufstieg, das heißt, er war auch schon hier in der ersten Liga, ja, ersten Liga Griechenland. War er auch schon. Ja, ich meine, natürlich hat er in Deutschland angefangen, weil er ist halt schon immer dabei. Damals gab es, glaube ich, nur Deutschland, ne? Wir müssten hier irgendwo ein Zeichen sehen, wann die Länder dazu kamen. Aber das scheint tatsächlich vor Saison 25 gewesen zu sein. Weiß ich jetzt nicht. Er wird es wissen. Schreib es gerne mal rein. Hast du angefangen, als es nur Deutschland gab oder gab es da auch schon andere Länder? Okay, also kommen wir zu seinem Stammteam. Und dann, wenn wir hiermit fertig sind, schauen wir uns auch die Weltpokalergebnisse an. Noch eine kleine Geschichte zu Dynamo Gänseblümchen. Also, wir sehen hier tatsächlich 22-13er, 22-14er. Ja, wie gesagt, die Spieler sind so ein bisschen besser als meine Spieler in dem Alter. Ja. Knappen Stärkepunkt, würde ich sagen. Und damit kann man auf jeden Fall was reißen. Damit kann man halt, wie gesagt, in Griechenland kann man damit einen Titel holen. Wenn du die jetzt wirklich sehr gut förderst. Das ist halt, wie gesagt, der neue UFM ist mega, mega kompliziert. Da gibt es riesige Unterschiede. Wenn er jetzt komplett ohne Lager, ohne, ja, jetzt wäre ein bisschen blöd, ohne Events das macht, keine Chance auf den Titel. 0,0. Er kann nichts mit dem Team reißen. Nichts. Wenn er aber jetzt wirklich bei jedem Event aktiv teilnimmt,
die Lager auf die Spieler anwendet, wenn er auch natürlich das Fitnesscenter hat, gehe ich einfach mal stark davon aus. Ich gucke natürlich in der Pokalvitrine, das ergibt Sinn. Genau, das Fitnessstudio hat, was ist denn hier die maximale Stufe? Muss natürlich auf die maximale Stufe ausgebaut werden. Dann kann das auf jeden Fall was werden. Und das muss man einfach so ein bisschen berücksichtigen. Es ist leider dadurch halt noch ein bisschen mehr Willkür dabei. Ich kann das nicht mehr so wie früher so gut analysieren, jetzt vergleichen. Und der eine hat noch ganz viele Goldlager da liegen und der andere nicht. Das macht es halt wirklich ein bisschen schwierig. Aber wir wollen uns jetzt mal diese Generation hier anschauen in Griechenland, Generation 22. Und wir wählen hier mal den LM, ne, weil der natürlich in jeder Formation drin ist und können dann hier mal auf die Teamsuche gehen in Griechenland. Wir sehen hier zwei LMs aus Südkorea vom gleichen Verein. Ja, das ist natürlich logisch. Ich glaube, genau, das hatte ich auch schon mal gesehen. Es ist jetzt jemand hier, der auch diese ganzen Lager jetzt hintereinander zieht und deswegen hat er einfach zwei gute Teams. Ja, okay. Wieso ist denn jetzt hier gar kein Verein aus Griechenland dabei? Er muss doch da irgendwo bei sein. Warte mal gerade. Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Also, ja, der LM hat noch Stärke 13, okay. Der ZM hat gerade Stärke 14. Und dann suchen wir mal die 13er raus, okay. Und dann ist es ein bisschen logischer. Wahrscheinlich ist der LM dann morgen auf Stärke 14. Aber so haben wir halt dann auch nochmal ein größeres Spektrum an möglichen Konkurrenzteams. Ganz viele schottische Teams scheinbar. Na gut, zwei. Ganz viele. Hier haben wir einen griechischen Verein, der nicht seiner ist. Und hier ist dann er natürlich noch dran. Wir gehen einmal kurz hier die Liste fertig. Und dann gucken wir uns mal gerade den anderen griechischen Verein an, der ihm vielleicht dann im Weg stehen könnte. Ne? Das sind jetzt hier... Ja, die Spieler scheinen aber deutlich schlechter zu sein. Also... Die sind auf jeden Fall hier auch mal ein älterer dabei. Die haben gerade erst die Aufwertung. Die sind dann wirklich einen knappen Stärkepunkte nochmal dahinter. Ja, also. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Er hat scheinbar wirklich das beste Team hier in dieser Generation. Wie gesagt, mittlerweile muss man dann halt auch bei den 21-Jährigen dabei gucken. Wenn jetzt jemand, wer weiß, wie diese Lager ballert in Griechenland mit einem jüngeren Team. Ja, hier haben wir tatsächlich einen. Gyros Athen. Und ja gut, das sind aber jetzt hier dann auch nur ein 13er, der Rest sind 12er. Okay, das ist ungefährlich. Sieht sehr gut aus. Du hast dir entweder eine gute Generation ausgesucht oder Glück. Na, weiß ich natürlich jetzt nicht. Jetzt finde ich deinen Verein wieder nicht. Das ist hier wieder mal hochprofessionell. Müssen wir gerade nochmal suchen. Und genau. Das sieht sehr gut aus. Ich würde sagen, Daumen geht nach oben. Bin ich insgesamt wirklich sehr zufrieden mit allem. Du machst hier so ein bisschen auch auf Tore und Geld, ja, so wie ich es auch mache im Grunde genommen. Machen ja gar nicht mehr so viele, also deswegen kriege ich diese Spiele auch recht leicht. Und hier der Fünferkeeper, der carried ihn natürlich in der Liga. Krasser Kerl. Ja. So, schauen wir uns mal an hier, wie das im Weltpokal lief. Und wir sehen jetzt erstmal, die Tofu-Läufer sind raus. Und die Gänseblümchen haben es geschafft. Ah, herzlichen Glückwunsch an die Gänseblümchen, sehr geil. Also die Story zu den Gänseblümchen. Wie gesagt, ich habe in Saison 94 schon mal gespielt. Da war ich, glaube ich, in der 5. Klasse oder so, ne? Und da hat ein Kumpel, hat OFM gespielt. Und dann habe ich mich erst beim Falkenspiel angemeldet. Und dann habe ich mich bei OFM angemeldet, als ich es dann gefunden hatte. Und da weiß ich noch, habe ich gegen Trabzonspor RS damals in Gemeindeliga 950 um die Meisterschaft gespielt. Jedenfalls damals war Real Ixheim der beste Verein hier im OFM. Und Real Ixheim, also der damals beste Verein vor 10 Jahren, hat gesagt, dass sein Vorbild Dynamo Gänseblümchen ist. Also mein Vorbild war quasi Real Ixheim und das Vorbild von meinem Vorbild war er. Und jetzt, 10 Jahre später, spiele ich gegen das Vorbild von meinem Vorbild in der ersten Liga.
Und er ist jetzt hier im Weltpokal-Halbfinale. Sehr cool. Weltpokal-Viertelfinale gab es tatsächlich für mich auch schon, ne? Also ich war tatsächlich schon mal hier im Weltpokal-Viertelfinale, damals aus der zweiten Liga. Da war ich ja im Pokalfinale gelandet, aus der Regionalliga raus und war dann über die zweite Liga hier im Weltpokal-Viertelfinale. Aber Weltpokal-Halbfinale, das hatte ich noch nicht. Die Gänseblümchen werden jetzt hier gegen BSG Traktor Gießen spielen, der hier tatsächlich ersatzgeschwächt scheint. Nee, die Sperre ist jetzt aufgehoben. Da kann wieder mit Bestbesetzung reingehen. Ja, das könnte sehr, sehr schwer werden tatsächlich. Ja. Dadurch, dass er dann hier auf Stärke 328 kommt, müsste eigentlich ein bisschen höher sein, ne? Müsste eigentlich ein bisschen höher sein. Ganz kurz hier mal sortieren. Doch, hat alle aufgestellt in der Liga 328. Ja gut, dann ist, sind die Gänseblümchen auf jeden Fall Favorit. Und dann kann es auch hier ins Weltpokalfinale gehen. Wie weit ist er denn hier schon mal gekommen? Er war schon mal Weltpokalsieger, ja. Oh Gott, das wusste ich gar nicht. War ich da in der ersten Liga, als er da Weltpokalsieger wurde? Ich glaube nicht, ne? Da war ich noch nicht in der ersten Liga. Also ich war ja, wann war ich denn? Saison 207. Saison 200, doch, da war ich in der ersten Liga. Ja, gut, dann, doch, 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 irgendwie, irgendwas klingelt da gerade, aber hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Ja, cool. Könnt ihr tatsächlich dann also wiederholen. Weltpokalfinale ist auf jeden Fall machbar. Glückwunsch auf jeden Fall hier zum heutigen Sieg. Sehr cool. Ein Deutscher hat es geschafft. Dann noch ein Verein aus Portugal, ein Verein aus Kamerun, die haben ja gegeneinander gespielt und ein russischer Verein, also noch hier. Sehr cool. Das war's also dann vom heutigen Video. Wir sehen uns eines Tages vielleicht möglicherweise noch einmal wieder. Abonniert den Verein, den Kanal. Bis zum nächsten Mal.